Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Yu-Gi-Oh! Master Duel Analyse-Video. Letzte Woche, ich glaube es war letzte Woche, müsste letzte Woche sein, ich weiß noch nicht, wie die Uploads da in der Reihenfolge sein werden, hatten wir Tier Jade, eine Mischung aus Tier Elements, also Tränenklage und Ice Jade. Heute haben wir Ice Jade Gishki, aber ohne den Gishki-Aspekt, da bin ich nicht reingekommen. Aber hey, wir gucken uns das Ganze trotzdem an, weil das schon ziemlich lustig war. Ich mag Ice Jade wirklich sehr gerne. Ist leider in so einem Spot. Kann gut sein, muss nicht. Ist mehr so Platin, Gold, Stand. Jetzt nicht zwangsläufig Richtung Diamant oder Master. Aber wenn man sich reinhängt, kann man wahrscheinlich auch in der Diamantliga mit Ice Jade punkten. Hin und wieder. Aber ja, wir gucken uns das Ganze an. Wir sind als Zweiter dran. Wir gehen kurz auf die Hand ein. Wir haben Eisjade Aggreen. Tolle Karte, toller Starter. Eisjade Tremora. Eisjade Schöpfung Aggreen. Aggreen Cassis. So. Einmal den Gishki Fotospiegel. Und einmal Eisjade Manifestation. Also an der Stelle kann ich schon mal sagen, Eisjade Aggreen Normal Summon sucht uns ein Eisjade Zauber oder Falle aus dem Deck. In dem Fall einen Zauber. Dann aktivieren von Tremora, Special, die Schöpfung, Schöpfung und Eisjade, Aggreen sind zusammen ein Stufe 10. Das hier ist ein Empfänger, bedeutet, wir können direkt in Shengying reingehen oder in Eisjade Gimir oder in die Blumenbaronen. Das ist zumindest jetzt erstmal der Plan. Was dann kommt mit Eisjade Manifestation, weiß ich noch nicht. Gucken wir dann, wenn es soweit ist. Und wir spielen gegen Blackwing und Blackwing holt sich erstmal per Sudri den Warte auf die Hand. Warte aktiviert den Effekt, schickt sich selbst und Simone auf den Friedhof, beschwört den schwarzgeflügelten Drachen, beschwört eine Sharingan gespecialt, weil er ein Monster hat mit 2000 oder mehr Angriffspunkten. Ein Synchro, muss es Synchromonster sein? Ich glaube nicht, man braucht nur ein Monster mit 2000 oder mehr Angriffspunkten, genau. Und macht daraus den glühenden Rotdrachen nicht Abyss, sondern Erzunterwäldler. Erzunterwäldler bannen. Warum er an der Stelle nicht den Panzermeister macht, weiß ich nicht. Anscheinend möchte er hier in den Rotdrachen Erzunterwäldler bann gehen. Aktiviert Magnamut, bannt seinen schwarzgeflügelten Drachen. Magnamut-Effekt. Sudri-Effekt. Opfert den Magnamut, beschwört einen Empfänger der Stufe 2, macht eine 6er Synchro zu Borastorm. Der schickt den Schwarzflügel Zephyros auf den Friedhof. Der kann sich wiederbeleben, wenn er eine Karte von seinem Spielfeld auf die Hand zurückgibt. Außerdem wird Borastorm zu einem Stufe 4er. Und damit beendet er den Spielzug. Und holt sich per Magnamut den abgeheuerlichen Lubellien. Wir spielen also gegen Bestial Blackwing. Und ich sag mal so, normalerweise, wenn man gegen Blackwing spielt, ist da ein bisschen mehr auf dem Feld. Also ein Panzermeister hätte da sein können, die Falle hätte liegen können. Da hätte mindestens zwei Schwarzflügel-Angriffsdrachen da liegen können, die uns dann ordentlich Burn-Damage geben. Ist er aber nicht zugekommen. Stattdessen hat er ein ziemlich starkes Monster, ein nicht so starkes Monster und einen Changa am Friedhof. Der kann eine Karte von uns zerstören, indem er sich selbst verbannt. Weil er halt den Borastorm, ein Schwarzflügel-Synchromonster, auf dem Spielfeld hat. Naja, wir sind dran. Und wir ziehen Eisjade Zenote Union Enion, ich sag immer Union, Enion-Wiege. Ganz interessant, besonders wenn wir Tremora gleich abwerfen, um Aggreen Carcass Cassis, meine Güte, ich muss den Namen lernen. Aggreen Cassis specialen. Denn wenn der Feldzauber aktiviert wird, können wir uns ein Eisjade-Monster vom Friedhof auf die Hand zurückholen. Er aktiviert jetzt aber erstmal in unserer Drawphase Max C. Das ist kein Problem, da können wir durchspielen. Wir beschwören Aggreen. Aggreen aktiviert den Effekt und er aktiviert direkt Sharingan. Ich hätte es mir aufgespart an seiner Stelle, aber wenn er meint, mich hier direkt mit meiner Normal Summon zu unterbrechen, dann soll er es machen.
Er zerstört Egreen. Egreen aktiviert daraufhin aber ihren Effekt. Denn Egreen hat folgenden Effekt. Einmal pro Spielzug, wenn der Gegner eine Karte oder einen Effekt aktiviert, die oder der diese Karte als Ziel wählt oder diese Karte als Angriffsziel wählt, du kannst diesen Effekt aktivieren. Das nächste Mal in dem Spielzug, wenn diese Karte durch Kampf oder Karteneffekt zerstört würde, wird sie nicht zerstört. Zusätzlich beschwöre ein Wassermonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder deinem Friedhof, außer Eisjade Egreen, aber gib es während der Endphase auf die Hand zurück. In dem Falle, viele Leute scheinen nicht zu wissen, wie Eisjade funktioniert und dass man Egreen jetzt nicht unbedingt targeten sollte mit Zerstörungen oder Angriffen. Macht er trotzdem, hilft uns tatsächlich, denn dadurch können wir for free unsere Egreen Cassis Spezialbeschwören. Die Karte wird nicht zerstört. Wir dürfen uns die Eisjade Wiege durch den Effekt von Egreen auf die Hand holen. Machen eine Synchro der Stufe 10. Und zwar zu Baron. Warum Baron an der Stelle und nicht in die Eisjade Synchro oder in Chang'ing? Ganz einfach, wir haben noch nicht so viele verbannte Karten. Dass Chang'ing über den glühenden Rotdrachen Erstunterweltler Bann rüber kann. Das heißt, er hätte jetzt 3200 Angriffspunkte. Und unsere Eisjade Schöpfung Egreen. Eisjade Gimir Egreen, meine Güte. Eisjade Gimir Egreen hat nicht die entsprechenden Angriffspunkte und schützt nicht vor Zerstörung durch Kampf, sondern nur durch Karteneffekte und Verbannung. Deswegen holen wir uns Baron, aktivieren den Effekt von Baron, zerstören seinen Erzunterwäldler. Aktivieren die Union-Wiege und holen uns die Egreen zurück auf die Hand. Aktivieren Eisjade Wiege, holen uns Cosmoclaw. Cosmoclaw darf sich selber specialen, denn wir haben einen Feldzauber auf dem Spielfeld. Und außerdem ist Cosmoclaws zweiter Effekt aktiv, denn wir haben die Eisjade Zenoth Enion Wiege, also den Field Spell, auf dem Spielfeld. Deswegen können Monster nur ihre Effekte aktivieren, also Monster, die der Gegner kontrolliert, nur die Effekte aktivieren, indem sie gespielt worden sind. Heißt, der Boreas Storm, wenn er jetzt einen Effekt hätte, könnte ihn nicht mehr aktivieren. Ist ganz nett, aber erst mit Eisjade Fluch wirklich gut. Naja, wir aktivieren den Effekt von Eisjade Zenote Union Wiege, meine Güte, ich sag jetzt einfach den Field Spell. Und dürfen jetzt ein Wassermonster wählen. Und das verliert Angriffspunkte, bis es 0 hat. Die gleiche Zahl an Angriffspunkten wird allen gegnerischen Monstern abgezogen. Deswegen hat der Boreas Storm nur noch 900 Angriffspunkte. Dann aktivieren wir den Effekt von Eisjade Schöpfung Aegiriokassis. Die darf nämlich ein Eisjade-Monster aus dem Friedhof ausrüsten. Und dieses Monster bekommt 400 Angriffspunkte für jede entfernte Karte. Für jedes entfernte Monster. So ist er hier Eisjade Cosmoclaw geboostet auf 3800 Angriffspunkte. Dann aktivieren wir aus der Hand Eisjade Manifestation, denn wir kontrollieren ein Wassermonster und unser Gegner hat ein Monster auf dem Spielfeld bzw. im Friedhof. Das ist da egal, Hauptsache er hat irgendwo ein Monster. Heißt, wir dürfen ein Eisjade Monster auf die Hand nehmen oder spezialbeschwören. Wir spezialbeschwören Kingfisher. Kingfisher hat folgenden Effekt, er kann einmal pro Spielzug, egal ob er auf dem Spielfeld liegt oder in der Hand ist, ein Eisjade-Monster mit sich selber ausrüsten. Dieses Eisjade-Monster kann dann wie ein Super Heavy Samurai in Verteidigung angreifen und benutzt die Verteidigung als Angriffswert. Den Effekt nutzen wir auch direkt, rüsten unsere Cosmoclaw damit aus, aktivieren den Effekt von Tremora, schicken Tremora auf den Friedhof, um Egreen zu beschwören. Einfach für den nächsten Spielzug, damit wir wieder ihren Effekt aktivieren und damit wir Tremora im Friedhof haben, denn die hat auch einen interessanten Friedhof-Effekt. Kommen wir aber gleich zu. Und ja, wir beginnen mit der Battle Phase, greifen an mit Baron und greifen direkt an mit Cosmoclaw. Er aktiviert darauf unendliche Unbeständigkeit, Imperm, und wählt welche Karte? Genau, Cosmoclaw macht keinen Sinn. Denn die Karte, die uns angreifen lässt, ist Kingfisher und die Karte, die uns boostet, ist Eisjade Schöpfung Aegirokassis. Ich glaube, ich nenne sie einfach Eisjade Schöpfung. Das ist einfacher. Ja, wir beenden den Spielzug. Cosmoclaw kickt ihre Angriffspunkte zurück. Er aktiviert Imperm. Schade, die zweite auf Baron. Keine Gate an der Stelle.
aktiviert Lubellion, holt sich den Druiswurm auf die Hand. Ungünstig, weil es keine Zerstörung ist. Wir können es nicht negieren. Das heißt, er kann Egreen damit auf den Friedhof schicken. Hier kommt Schwarzfeder Wirbelwind, schickt er direkt auf die Hand zurück, um seinen Zephyros aus dem Friedhof zu specialen. Aktiviert den Wirbelwind nochmal, beschwört jetzt den Druiswurm. Nun, er hat jetzt ein Finsternismonster der Stufe 4 und ein Finsternismonster der Stufe 6. Was wird es? Es wird natürlich Chaos Engel. Chaos Engel darf bei Beschwörung eine Karte verbannen, da er Finsternismonster benutzt hat und kein Lichtmonster, sind außerdem all seine Monster davor geschützt, durch Kampf zu zerstört zu werden. Er aktiviert den Effekt Verband Cosmoclor. Aktiviert nebenbei als Chain den Effekt von Schwarzfeder Wirbelwind, darf jetzt eines seiner entfernten Schwarzflügelmonster oder schwarzgeflügelter Drache oder der sich im Friedhof befindet, mit weniger Angriffspunkten als das beschworene Monster, also weniger als 3500, specialen. Zusätzlich aktiviert sich der Effekt von Druiswurm, der schickt unsere Blumenbaronin auf den Friedhof. Wir aktivieren den Effekt von dem Field Spell. Heißt, wir können Eisjade Cosmoclor ihre Angriffspunkte verlieren lassen und der gegnerische Chaosengel verliert 2700. Da Cosmoclor gleich E verbannt ist, ist das, glaube ich, der beste Spielzug, den wir hier machen können. Und er aktiviert Maxi, weil er anscheinend immer noch nicht weiß, wie Eisjade funktioniert und sich die Karten auch nicht durchlesen möchte oder so. Keine Ahnung, Yu-Gi-Oh!-Spieler lesen sich Karten nicht durch. Wir specialen gerade gar nichts. Also an der Stelle Maxi zu aktivieren ist vollkommen sinnlos, auch wenn es auf lange Sicht gesehen nicht blöd war. Aber an der Stelle vollkommen sinnlos. Baron kommt auf den Friedhof, er beschwört den Boreal Storm und unsere Cosmoclor wird verbannt. Das aktiviert allerdings den Effekt von Eisjade Manifestation. Denn falls ein offenes Eisjade-Monster, das wir kontrollieren, das Spielfeld durch einen Karteneffekt des Gegners verlässt, außerdem es zerstört wird, also Verbannung oder ins Deck zurückmischen oder auf die Hand zurück. Du kannst diese Karte vom Friedhof verbannen und dann eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert, verbanne sie. Dieser Effekt kommt relativ selten vor, meiner Meinung nach, dass er aktiviert wird, weil normalerweise werden die Karten halt zerstört und nicht verbannt, ins Deck zurückgemischt oder auf die Hand zurückgegeben. Aber hier können wir den Effekt aktivieren und verbannen erstmal seinen Boreal Storm, denn ich möchte nicht, dass er ein schwarzgeflügelter Angriffsdrache, wie heißen die Karte? Ihr wisst, wen ich meine, beschwört. Zusätzlich aktiviert sich als Kette Eisjade Schöpfung Agriocassis, meine Güte. Denn einmal pro Spielzug können wir ein Eisjade Monster wählen, das wir kontrollieren, rüste es mit dieser Karte aus. Das ist ein Schnelleffekt. Wir rüsten also Egreen damit aus, die jetzt einen ordentlichen Boost bekommt für jedes entfernte Monster und verbannen seinen Boreal Storm. Er beschwört Vatu, Vatu macht mal wieder seinen Effekt, schickt Simone auf den Friedhof, beschwört den schwarzgeflügelten Drachen. Beschwört nun Angriffssynchron, da er kann 700 Life Points zahlen, beziehungsweise er bekommt 700 Schaden und darf die Spezial beschwören. Kriegt allerdings keinen Schaden wegen dem Effekt von schwarzgeflügelter Drache. Schickt schwarzgeflügelter Drache auf den Friedhof, um abgeheuerlicher Lubellion zu beschwören. Er ist gelockt in Synchro-Beschwörung. Aktiviert den Effekt von Lubellion und macht hier keinen Baron, weil Vatu, war es Vatu? Weil er wahrscheinlich keinen hat. Nee, hier. Du kannst diese Karte für den Rest des Spielzugs. Blablabla. Du kannst für den Rest dieses Spielzugs keine Monster als Spezialbeschwörung von Extra Deck beschwören, außer Finsternismonstern. Baron ist Wind. Heißt, er hat keinen Stufe 10 Finsternismonster. Er hat keinen zweiten Engel, der dann auch nicht seinen Effekt aktivieren würde, glaube ich. Wenn er beschworen wird. Das geht nur einmal vor Spielzug. Oder? Ein Moment. Nee, das geht mehrmals. Also er könnte, wenn er noch einen weiteren Chaosengel hätte, den beschwören. Panzermeister kann er nicht beschwören, weil er einen Schwarzflügelempfänger, glaube ich, dafür braucht. Deswegen beendet er hier mit Lubellion. Kein gutes Play an der Stelle. Beziehungsweise er geht in die Battle Phase und greift jetzt mit Lubellion Egreen an, was ihn selber töten würde, was etwas merkwürdig ist. Egreen aktiviert auf jeden Fall ihren Effekt.
Sie wird als Angriffsziel gewählt, das heißt, wir können Kingfisher aus dem Friedhof Spezial beschwören. Das triggert allerdings, und daran habe ich nicht gedacht, seinen markierten Wiedergewinn. Und er beschwört so den abgeheuerlichen Druiswurm. Und darf jetzt, weil es ein Monster beschworen ist, den Angriff abbrechen. Das war an der Stelle eine Art, ja, Missplay. Er hätte sich ja selbst getötet. Wäre nicht das beste Ende des Duells gewesen, meiner Meinung nach. Aber, ja, so haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen, was wir analysieren können. Ein zweiter Schwarzflügel-Wirbelwind. Schwarzfeder-Wirbelwind. Macht eine Synchro zu Nablicht-Rotdrachen-Erzunterwäldler. Aktiviert den Effekt von Schwarzfeder-Wirbelwind. Aktiviert nun den Effekt von Rotdrachen-Erzunterwäldler. Und schickt alle Monster, die weniger Angriffspunkte als Rotdrachen-Nablicht-Erzunterwäldler haben, auf den Friedhof. Und dafür kriegen wir 500 Schaden für jedes auf den Friedhof gelegte Monster. Das sind 2000 Schaden. Aggreen wird nicht zerstört, weil einmal pro Spielzug wird sie nicht zerstört. Das triggert allerdings Tremora, die sich selbst verbannt und den Kingfisher nochmal beschwört. Er darf wieder eine Karte ziehen. Verbannt aus seinem Friedhof Boreas Storm und dem schwarzgeflügelten Drachen, um in schwarzgeflügelter Sturmangriffsdrache zu gehen. Der fügt uns 700 Schaden zu, sobald wir einen Effekt aktivieren. Dann aktiviert er zusätzlich noch den Effekt von markierter Wiedergewinn, denn ein Finsternismonster ist verbannt worden und holt seinen Boreas Storm zurück ins Extra-Deck. Daraufhin beendet er den Spielzug. Wir sind dran. Wir ziehen den Auslöschungsinformanten, aktivieren den Effekt von Kingfisher. Dadurch darf Aggreen in Verteidigung angreifen. Kriegen 700 Schaden durch den Effekt von Sturmangriffsdrachen. Er aktiviert jetzt Schwarzflügel Zwillingsschatten. Bedeutet, er darf zwei Schwarzflügel, einen Empfänger und einen Nicht-Empfänger, die verbannt sind oder im Friedhof sich befinden, ins Deck zurückmischen und dann ein Schwarzflügel-Synchromonster oder schwarzgeflügelter Drache beschwören. Dass entsprechend der Level dann halt funktioniert als Synchro-Beschwörung. Das heißt, unsere Aggreen würde 800 Angriffspunkte verlieren und somit auf 2600 Angriffspunkte fallen, weil er zwei verbannte Monster wegmischt. Bedeutet, wir haben dann 3600 Angriffspunkte würde er fallen. Ich glaube, ich habe 2000 gesagt. 3600 Angriffspunkte bzw. 3600 Verteidigungspunkte, denn wir greifen ja mit den Verteidigungspunkten an, würden sie fallen. Bedeutet, der Rotdrachen-Erzunterwäldler, Nablicht-Erzunterwäldler, wenn wir den angreifen, das sind nur noch 600 Schaden. Reicht also nicht, um ihn zu one-hitten. Misch die beiden zurück. Wir aktivieren daraufhin Auslöschungsinformant, denn dadurch können wir eine Karte verbannen. Das heißt, unsere Eisjade Aggreen bekommt wieder 400 Angriffspunkte, beziehungsweise Verteidigungspunkte, mit denen wir angreifen. Nicht verwirrt, also lasst euch dadurch nicht verwirren. Bedeutet, wir verbannen jetzt ein Monster. Ich nehme Ash. Ich hätte auch Maxi nehmen können. Verbanne Ash. Hat wieder 4000 Angriffspunkte. Er beschwört den Silberwind. Schwarzflügel. Silberwind der Aszendent. Meine Güte. Der hat folgenden Effekt. Wenn die Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst bis zu zwei offene Monster auf dem Spielfeld wählen, deren Verteidigung niedriger sind als die Angriffspunkte dieser Karte. Zerstöre die gewählten Ziele. Ja, das ist gegeben, sobald wieder eine entfernte Karte nicht mehr entfernt ist. Schafft er das? Nun, eigentlich in dem Moment egal, denn wir können unseren Field Spell aktivieren, denn ein Monster ist als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen worden. Das heißt, wir können unserer Eisjade Aggreen die 3000 Angriffspunkte abziehen und alle verlieren 3000 Angriffspunkte. Er aktiviert den Effekt von Aszendent, wählt seinen eigenen Rotdrachen-Erzunterwäldler und den Aszendent, damit die beiden zerstört sind, damit wir nicht 1000 Schaden machen können. Mit 4000 auf 3000 zu gehen, ja, würde ihn verlieren lassen, das Duell.
Aber wenn wir seinen Angriffsschwarzflügel angreifen würden, dann wären das ja nur 800. Er beachtet dabei allerdings nicht den Effekt von der Union-Wiege. Aktiviert den Effekt von Schwarzer Wirbelwind zweimal, holt sich Sudri und Simone. In Verteidigungsposition. Er verhindert die Zerstörung durch den Effekt von Schwarzer Wirbelwind. Ja, was soll er anderes machen? Denn sie verlieren jetzt eh alle ihre Angriffspunkte. Und er hätte unsere Eisjade Egwene da nicht zerstören können. Auch wegen ihren eigenen Effekt, dass sie nicht durch Karteneffekte zerstört werden kann. Ja, und wir greifen einfach an. Er kriegt 2200 Schaden. Ende des Spiels. Wir brauchten kein Eisjade-Fluchlock, dass er auch die Effekte von Monstern, die er in dem Spielzug beschwört, nicht aktivieren kann. Das wäre normalerweise da der normale, ich sag mal, die normale Combo. Wenn man Cosmoclore, den Field Spell und den Fluch auf die Hand auf dem Spielfeld hat, dann können weder Monstereffekte aktiviert werden, die in dem Spielzug gespielt worden sind, noch die, die nicht in dem Spielzug gespielt worden sind. Ja, wir gucken uns das ganze Deck einmal an. Ich weiß noch nicht, ob ich dazu ein zweites Video bringe, wo ich dann mehr auf die Gishkis eingehe, die Gishki-Combo-Line. Aber ja, wir sehen uns gleich in der Deckliste. So, da sind wir bei der Deckliste. Wir haben drin einmal Fischbockwerfer, habe ich schon im Tier-Jade-Video erklärt. Wenn wir Kingfisher auslocken können als Ausrüstungskarte, dass er sich selber specialt, haben wir einen Stufe 9er plus Fischbockwerfer als Stufe 1er ist ein Stufe 10, eine Stufe 10 Synchro. Können wir in Baron reingehen, können wir in Schwertseelen-Oberherrscher Shenging reingehen, können wir den Eisjade Gimir Egwene beschwören oder auch Goti aus den Tiefen des Jenseits, falls wir brauchen. Um den Effekt von Fischbockwerfer aber zu aktivieren, wenn wir ihn nicht normeln wollen, sondern vom Friedhof spezial beschwören wollen, müssen wir da allerdings darauf achten, dass wir nur Wassermonster im Friedhof haben. Und da wir hauptsächlich Wassermonster benutzen, solange wir Maxi nicht auf den Friedhof legen oder Ash, funktioniert das. Dann haben wir zweimal Gishki Schlund, nicht einmal pro Spielzug, sehr wichtig an der Stelle. Kann uns ein Gishki-Monster mit 1000 oder weniger Verteidigungspunkte aus dem Deck suchen, um dann die Neremas zu beschwören für die Combo-Line. Solltet ihr euch, ich werde jetzt nicht die Gishki-Combo erklären, da solltet ihr euch mal ein Video angucken, wo man die Gishki-Combo spielt. Haben wir zweimal drin den Gishki-Schlund, dann dreimal Maxi, einmal Gishki Vision. Die kann uns die Neremas, wenn wir den auf die Hand bekommen, den würden wir nämlich suchen mit Gishki Schlund. Gishki Schlund wird beschworen. Suchen uns die Vision. Vision können wir von der Hand auf den Friedhof ablegen. Sucht uns Neremanas. Dann haben wir zweimal Gishki Grauen. Grauen, super normal Beschwörung. Wenn Grauen genormelt wird, können wir Schlund aus dem Deck beschwören und uns dann halt die Vision holen. Dann haben wir zwei Stufe 2er auf dem Spielfeld. Heißt, wir können in Sprite 11 reingehen. Und Sprite 11 kann dann den Gishki Schlund wiederbeleben. Gishki Schlund aktiviert nochmal seinen Effekt und holt uns dann den Gishki Schatten, den wir von der Hand abwerfen können. Dann haben wir nämlich Gishki Vision und Gishki Schatten auf der Hand. Beide können wir abwerfen. Gishki Vision sucht uns die Neremanas und Gishki Schatten sucht uns den Gishki Fotospiegel, damit wir Neremanas beschwören können. So wäre da die Combo-Line. Das gleiche funktioniert auch mit Marinsis Korallenanemone. Bei Wassermonster müssen wir halt nur achten, dass wir sie in eine Zone beschwören, wo der Link Arrow auf eine freie Zone zeigt. Das heißt, wir dürfen unterhalb dieser Link-Karte dann keine andere Karte haben, damit wir aus dem Friedhof den Gishki Schlund wieder beschwören können. Oder falls wir 11 theoretisch beschworen haben und zusätzlich die Korallenanemone beschwören, dann müssen wir darauf achten, dass auf der linken Seite, denn hier hat auch ein Link-Pfeil nach links, den wir hier, ein freier Platz ist, damit wir zum dritten Mal den Gishki Schlund aktivieren können. Brauchen wir an der Stelle nicht, ist aber ganz lustig. Ja, dann haben wir einmal Geisterschnitter und Winterkirsche. Winterkirschblüten.
Und die ist ganz interessant gegen Kashtira, denn ihr seht, wir haben einen Kashtira Arise Heart. Kashtira ist sehr, sehr nervig. Deswegen, falls wir gegen Kashtira spielen und wir sehen, oh, er specialt ein Unicorn, aktivieren wir Geisterschnitter und Winterkirschblüte. Denn sobald unser Gegner ein Monster kontrolliert, beziehungsweise mehr Monster kontrolliert als wir, was im ersten Spielzug gegeben ist, du kannst diese Karte abwerfen, zeige eine Karte in deinem Extra-Deck vor. Das wäre deine Rise Heart. Dann sieh dir das Extra-Deck deines Gegners an. Zusätzlich verbanne alle Karten in seinem Extra-Deck mit demselben Namen wie jene vorgezeigte Karte. Das können wir einmal pro Spielzug machen. Das ist ganz cool gegen Kashtira. Hatte ich schon mit einem anderen Deck. Dann ist Rise Heart einfach gebannt und die... Es wird schwer, den wieder zu beschwören, denn die Kashtira-Karten beschwören nur die normalen Kashtira aus der Verbannung, nicht die Xyz-Monster. Außerdem ist er nicht properly gesummoned dadurch. Das heißt, man könnte ihn, glaube ich, eh nicht beschwören. Also, weil er nicht korrekt beschworen worden ist. Möglich wäre es, ihn halt zurück ins Extra-Deck zu bringen mit sowas wie Chaos Raum. Aber auch an der Stelle... Ja, spielt Kashtira eigentlich nicht. Ist auf jeden Fall ein interessanter Counter für Kashtira. Dann haben wir zweimal Ash. Dann dreimal Aggarine. Habt ihr gesehen, wie die Karte funktioniert? Einmal Schatten, wie gesagt, sucht uns den Fotospiegel. Dann einmal Eisjade Akti. Kann ganz gut sein, weil sie halt den Effekt hat, wenn sie als Normal- oder Spezialbeschwörung beschworen wird. Wir können ein Wassermonster von der Hand auf den Friedhof legen und eine Karte ziehen. Auch interessant ist hier, falls ein oder mehr Wassermonster, die wir kontrollieren, durch Kampf- oder Karteneffekt gestört werden, solange sich die Karte im Friedhof befindet. Du kannst diese Karte verbannen, beschwöre ein Eisjade-Monster als Spezialbeschwörung von Hand oder Friedhof. Das ist derselbe Effekt wie die nächste Karte, Cremora. Cremora hat denselben Effekt, falls ein oder mehr offene Wassermonster, die du kontrollierst, durch Kampf- oder Karteneffekt zerstört werden, solange sich die Karte im Friedhof befindet. Wir können die Karte verbannen, ein Eisjade-Monster als Spezialbeschwörung von Hand oder Friedhof können wir dann beschwören. Zusätzlich habt ihr gesehen, wie der erste Effekt funktioniert. Du kannst diese Karte von deiner Hand auf den Friedhof legen, beschwöre ein Wassermonster als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Dann haben wir die Eisjade-Schöpfung Aggro Cassis. Habt ihr gesehen, wie sie funktioniert? Boostet halt unser Eisjade-Monster und fungiert als Empfänger der Stufe 7. Kann sich allerdings nicht wie Kingfisher im selben Spielzug auslinken als Ausrüstungskarte und sich selber specialen. Da müssen wir einen Spielzug warten, wenn wir sie als Ausrüstungskarte benutzt haben. Kingfisher, habt ihr auch gesehen, wie sie funktioniert, kann ein Monster ausrüsten, sich selber auslinken. Ja, und bewirkt halt, dass Eisjade-Monster bzw. die Monster, die mit dieser Karte ausgerüstet worden sind, in Verteidigungsposition angreifen können. Dann Cosmoclaw funktioniert halt super mit dem Eisjade-Fluch und dem Fieldspell, um generell Monstereffekte zu Shutdown. Dann haben wir zweimal Evigishki Neremas. Ist halt ganz cool, weil wir durch den Effekt halt ein Negate haben. Wo haben wir den Negate? Schnelleffekt, du kannst ein Gishki-Ritualmonster, das wäre dann dies, das du kontrollierst, auf die Hand zurückgeben und falls du dies tust, annulliere die Aktivierung eines Monstereffekts. Zauber und Falle können wir nicht aktivieren und mische die Karte zurück ins Deck. Das ist halt krass. Wir können nicht nur den Effekt annullieren, wir können auch die Karte ins Deck zurückmischen. Zusätzlich, wenn die Karte als Ritualbeschwörung beschworen wird, du kannst ein Wassermonster deinem Friedhof fehlen, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Sehr nice. Dadurch können wir auch die Aggarine halt wiederbekommen, falls sie im Friedhof liegt. Dann haben wir einmal Triple Tactics. Dann haben wir dreimal Eisjade Wiege. Suchen wir normalerweise durch unsere Aggarine, wenn wir sie normalen oder specialen. Dadurch können wir die Cosmoclaw suchen oder den Kingfisher oder was wir halt gerade brauchen. Cremora würde auch gehen. Dann zweimal Eisjade Manifestation. Kann man überlegen, dreimal reinzunehmen. Bin ich nicht so der Fan von, weil die Beschränkung ist halt, wir müssen ein Wassermonster kontrollieren und der Gegner muss ein Monster auf Spielfeldseite oder im Friedhof haben. Kann uns aber halt ein Eisjade Monster aus dem Deck specialen oder auf die Hand holen. Dann haben wir fokussierter Wasserspiegel. Zweimal. Kann man auch überlegen, hier dreimal reinzunehmen. Dann sucht uns ein Gishki-Monster aus dem Deck. Und falls wir in der Endphase ein Wasser-Ritual-Monster kontrollieren, was bei der Combo-Line normalerweise der Fall wäre, wir können die Karte vom Friedhof verbannen und eine Wasserspiegel-Zauberfalle direkt vom Deck oder Friedhof
aufs Spielfeld setzen. Das wäre an der Stelle die Wasserspiegelillusion. Denn wenn wir den Effekt von Evagishki Nerimanas aktivieren, Nerimanas schickt sich selbst auf die Hand zurück, am Monster-Effekt negiert, Monster ist zurück ins Deck gemischt. Dann können wir die Falle aktivieren. Wir beschwören ein Gishki-Ritualmonster als Spezialbeschwörung von der Hand. Es kann nicht angreifen und während der Endphase wird es auf die Hand zurückgegeben. Das hier ist nicht ein Soft Ones, das hier ist ein Soft Ones Pattern, nicht Hard Ones. Heißt, wenn wir die Falle aktivieren, können wir die Nerimanas wieder specialen und sie hat wieder den Negate plus das ins Deck zurückmischen. Das ist halt ziemlich strong. Dann haben wir zweimal den Field Spell, habt ihr gesehen, wie er funktioniert. Dann den Fotospiegel ist unsere Ritualkarte. Müssen wir allerdings mit Recht, also müssen wir im Hinterkopf behalten, dass wir 5000 Life Points zahlen, um die Evagishki Nerimanas zu beschwören. Habe ich hier zweimal drin, weil ich ihn gerne auf der Starthand habe. Man kann da natürlich auch statt dem zweiten auch was reinnehmen wie Gishki Wasserspiegel. Würde sich theoretisch auch lohnen. Ja. Gishki Nekrospiegel bin ich nicht ganz so überzeugt von. Also, keine Ahnung, muss ich noch schauen, ob ich den damit reinnehme. Aber einen Fotospiegel sollte man dabei haben und der zweite Spiegel ist dann euch überlassen, wen ihr da reinnehmen wollt. Dann Eisjadefluch, einmal reicht meiner Meinung nach, hat den Effekt, dass wenn ein Eisjade-Monster, muss nicht Cosmoclaw sein, kann irgendein Eisjade-Monster und der Eisjade-Field-Spell auf dem Spielfeld liegen, kann der Gegner keine Effekte von Monstern aktivieren, die in jenem Spielzug beschworen wurden. Das ist sehr strong. Braucht aber halt auch die Voraussetzung, dass der Field Spell auf dem Spielfeld liegt und ein Eisjade-Monster. Zusätzlich hat es den Effekt, wenn ein oder mehr Monster durch Kampf zerstört werden, an dem ein Eisjade-Monster beteiligt ist, du kannst eines jeder zerstörten Monster wählen, füge deinem Gegner Schaden in Höhe der Grundangriffspunkte des Monsters zu. Das heißt, wir haben hier nochmal ein Burn-Damage, auch ganz nett. Dann einmal vom Grab gerufen, um halt sowas wie Maxi oder Ash Blossom zu countern. Einmal Auslöschungsinformant, gilt genau für das gleiche, um Maxi oder Ash Blossom zu countern. Und einmal Wasserspiegel-Illusion, hatten wir schon angesprochen. Ob man hier jetzt noch zusätzlich eine weitere Ash reinnimmt oder Geistermädchen und Spukhaus oder Kashtira Fenrir, kann man auch überlegen, zweimal reinzunehmen. Nibiru kann man überlegen, reinzunehmen. Ich würde 45 Karten maximal sagen. 40 Karten ist allerdings auch ganz nett. Oder man nimmt halt Imper mit rein. Man könnte auch überlegen, verbotene Lanze mit reinzunehmen, aber naja. Triple Tactic Thrust, die neue Karte. Ist sie eigentlich verwandt? Nein. Kann man natürlich auch benutzen. Vorstoß der drei Taktiken. Aber das ist dann euch überlassen, wie ihr das Deck anpasst. Als Extra Deck haben wir hier Korallendrache. Schlichtweg, falls wir Tremora auf dem Spielfeld haben und Fischbockwerfer im Friedhof und nur Wassermonster, Fischbockwerfer kommt gespecialt. Mit Tremora können wir den Korallendrache machen, der uns eine Karte ziehen lässt. Wir können eine Karte abwerfen und eine Karte wählen, die dein Gegner kontrolliert. Zerstöre die Karte. Wenn diese Karte als Synchrobeschworene Karte das Spielfeld verlässt, können wir eine Karte ziehen. Heißt, keine Ahnung, wir haben aus irgendeinem Grund Tremora gespecialt durch Eisjade Manifestation. Fischbockwerfer ist im Friedhof, Fischbockwerfer kommt zurück, macht die Synchro. Wir Normal Summon Akti oder Evagishki Schatten, können wir in Shenging reingehen oder in Eisjade Gimir oder in Baron. Falls wir einen der Gishkis auf dem Spielfeld haben, Gishki Grauen, Gishki Schlund oder Gishki Vision, können wir auch in Weißer Aurawal reingehen. Der zerstört alle Monster in Angriffsposition des Gegners. Oder wir gehen in Steinbefreier entstiegener Drachit rein. Das ist ein Zauber- und Fallen-Negate, solange wir ein Wassermonster im Friedhof haben. Ja, zum zweiten Extra-Deck-Monster, Weißer Aurawal, muss ein Wasserempfänger sein und ein Wasser-Nicht-Empfänger-Monster, wenn diese Karte als Synchro-Beschwörung beschwören wird. Wie gesagt, alle Monster in Angriffspositionen des Gegners zerstört. Du kannst diese Karte während jeder Battlephase bis zu 2 Angriffe gegen Monster durchführen lassen. Auch nice, mit 2800 Angriffspunkten. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge durchzuschlagenden Schaden zu. Ich finde die Karte einfach insane, ich spiele die auch in Sword Soul. Falls diese Karte, die du kontrollierst, durch eine Karte deines Gegners durch Kampf oder Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt wird,
Du kannst ein anderes Wassermonster in deinem Friedhof verbannen, beschwöre diese Karte als Spezialbeschwörung. Und falls du dies tust, wird sie ein Empfänger. Das ist nicht einmal pro Spielzug. Die Karte wird dann nicht irgendwie nochmal verbannt, so von wegen, ja, die Karte hast du jetzt aus dem Friedhof gespecialt, dann wird sie verbannt, wenn sie das nächste Mal das Spielfeld verlässt. Nein, die Karte wird durch Karteneffekt oder Kampf zerstört, wir verbannen irgendeines unserer Wassermonster, kommt zurück. Karte wird zerstört durch Karteneffekt oder Kampf, wir verbannen wieder ein Wassermonster, Karte kommt zurück. Also, wird man schwer los an der Stelle. Weiß nicht, warum der so wenig gespielt wird, aber hey. Dann Steinbefreier entstiegener Drachit, habe ich gerade erklärt, ist ein Zauber- und Fallnegate, solange wir Wassermonster im Friedhof haben. Dann Baron, sollte jedem klar sein, Schwert, Seelen, Oberherrscher, Shenying. Wir banishen hin und wieder Karten und gegen Kashtira auch eine sehr schöne Karte. Dann einmal Goti aus den Tiefen des Jenseits, müssen wir den Fischbockwerfer dafür benutzen. Kann ganz gut sein, kriegt halt Angriffspunkte für die Anzahl von verbannten Monstern, kann gut sein gegen Kashtira, kann praktisch One-Hitten. Zusätzlich, wenn die Karte als Synchro-Beschwörung beschworen wird, du kannst alle Karten auf dem Spielfeld verbannen. Während der nächsten Standby-Phase des nächsten Spielzugs, nachdem die Karte von der Monsterzone verbannt wird, du kannst diese verbannte Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Das ist so eine Art Zero-Boros-Effekt. Auch ganz nett. Dann einmal Eisjade Gimir, auch hier super Karte. Ein Schnelleffekt, heißt auch, können wir im gegnerischen Spielzug aktivieren. Du kannst diesen Effekt aktivieren. In diesem Spielzug können offene Monster, die du kontrollierst, durch Karteneffekte deines Gegners weder zerstört noch verbannt werden. Countert Kashtira. Er kann unsere offenen Monster nicht verbannen. Dann, falls du diesen Effekt als Reaktion auf die Aktivierung einer Karte deines Gegners, einer Karte oder Effekt deines Gegners aktiviert hast, und dein Gegner ein oder mehr Karten mit jedem Namen auf seiner Spielfeldseite oder und in seinem Friedhof hat, zum Beispiel in Fenrir, du kannst jene Karten verbannen. Die sind dann weg. Falls ein oder mehr Karten durch einen Karteneffekt deines Gegners verbannt werden, solange sich diese Karte im Friedhof befindet, außer während des Damage Steps, du kannst diese Karte als Spezialbeschwörung beschwören. Die revived sich selber einmal pro Spielzug, wenn Karten verbannt werden. Und das müssen nicht Karten vom Spielfeld sein. Falls ein oder mehr Karten durch einen Karteneffekt deines Gegners verbannt werden. Das steht nicht vom Spielfeld. Das steht nicht vom Friedhof. Das kann vom Spielfeld sein, vom Friedhof, vom Extra-Deck, vom Main-Deck. Ist egal, die Karte revived sich wieder und dann kann er offene Monster nicht mehr verbannen, sobald der Effekt aktiviert wird. Sehr nice an der Stelle, um Kashtira zu countern. Dann der eine Rysard wegen Winterkirschblüte. Dann Anemone, habe ich ja schon erklärt, wie die funktioniert. Ein Wassermonster mit 1500 oder weniger holt uns die Gishki-Karte zurück, kann uns aber auch sowas wie Egoreen zurückbringen oder Tremora, falls wir haben wollen. Könnte uns also zum Beispiel Tremora zurückbringen, die wir abgeworfen haben, um ein Wassermonster zu specialen. Und dann können wir den Effekt von Fischbockwerfer aktivieren und so bekommen wir Korallendrache. Wäre möglich. Dann einmal IP. Gehen wir so gut wie nie rein. Allerdings hier bei Tomorrow müssen wir beachten, bei Anemone müssen wir beachten, sie lockt uns in Wassermonster rein. Wir können danach nur noch Monster als Spezialbeschwörung beschwören, die Wassermonster sind. Das ist allerdings auch ganz interessant mit einer anderen Kombo, kommen wir gleich zu. Dann IP, wie gesagt, benutze ich so gut wie nie. Dann einmal Sprite Elf, wegen der Kombo mit den Gishki Schlund. Einmal Unicorn, hauptsächlich um von IP in Unicorn reinzugehen. Dann einmal Marinzess Marmorierter Stein. Kann man eigentlich alles reinnehmen, was man will. Ich wollte hier einfach einen Link Free, der Wasser ist, haben. Damit ich halt von Anemone Spezialbeschwörung theoretisch kann, irgendein Wassermonster. Dann gehe ich in den rein, Anemone zurück ins Deck. Dann müsste ich noch irgendein anderes Monster auf dem Spielfeld haben und könnte in Silantis reingehen. Denn Silantis hat folgenden Effekt. Es braucht nur ein Effektmonster und ist ein Link Stufe 4. Also ein Effekt oder mehr Effektmonster ist ein Link Stufe 4. Das heißt, man kann ihn mit dem marmorierten Stein und einem Monster oder Anemone und zwei Monstern machen. Und Silantis hat folgenden Effekt. Während deiner Mainphase, du kannst alle Monster auf dem Spielfeld verbannen, dann beschwöre so viele Monster, die durch diesen Effekt verbannt wurden, wie möglich, als Spezialbeschwörung offen oder in die verdeckte Verteidigungsposition auf die Spielfeldseite ihrer Besitzer.
Das klingt jetzt ein bisschen blöd, ne? Also, macht nicht viel wie her, so von wegen, ja, wir verbannen alle Karten auf dem Spielfeld und dann beschwören wir sie wieder. Das ist ja vollkommen sinnlos, also. Nicht ganz. Zum einen werden Soft Once per Turns resettet. Das heißt, wir können die Effekte nochmal aktivieren, wenn sie Soft Once per Turn sind. Zum anderen, wenn wir vorher in Anemone reingegangen sind, dürfen wir nur Wassermonster spezial beschwören. Bedeutet also, wenn Weltdrache Silentis alle Monster verbannt, auch die des Gegners, dann beschwören wir die Monster des Gegners. Und wenn die Monster des Gegners keine Wassermonster sind, dann können wir sie nicht als Spezialbeschwörung beschwören. Das heißt, seine Monster bleiben verbannt, wenn es keine Wassermonster sind. Ist ein weirdes Ruling, funktioniert aber so. Da wir die Person sind, die die gegnerischen Monster zurück aufs Spielfeld beschwört. Wir sind der Beschwörer. Und da wir nur Wassermonster beschwören können, geht nicht. Sofern es keine Wassermonster sind. Auch super gut. Und einmal Unterweltlergöttin der geschlossenen Welt. Falls ich mal IP machen sollte und ich zwei weitere Monster auf dem Spielfeld haben sollte, kann ich ein Monster des Gegners als Material verwenden, um eine Gottess zu beschwören, die ja sehr schwierig zu removen ist und halt einen Graveyard Negate hat. Also schwierig zu removen, weil sie halt nicht durch Karteneffekte zerstört werden kann. Und weil Unterweltlergöttin als nicht zerstört werden kann durch Karteneffekte, die diese Karte nicht als Ziel wählen. Heißt, so, es würde nur sowas gehen wie: Wähle ein Monster deines Gegners, verbanne es. Wähle ein Monster deines Gegners, schicke es ins Deck zurück oder auf die Hand zurück. Zerstört kann es nicht werden und so Massenzerstörung funktioniert auch nicht. Oder Massenremoval. Ja, so viel zu Gishki Jade. Das Deck ist noch in einer experimentellen Phase. Die Gishki-Karten, also hier Nerimanas und Fokussierter Wasserspiegel sind und auch Grimness hier, Grauen, sind neu. Deswegen kann sich noch was ändern in der Theorie. Aber ja, man könnte auch theoretisch auch noch für Going Second ausgeglichener Zweikampf mit reinnehmen. Das ist da euch überlassen. Man kann auch den, falls ihr Angst vor Kashtira habt, den einen Kaiju mit reinnehmen. Ist auch ein Wassermonster. Hier Gamisil. Dann können wir den gegnerischen Arise Heart halt opfern. Würde funktionieren. Kann man überlegen, mit reinzunehmen. Aber ja, das sind so die ungefähren Kombos, die man mit dem Deck spielen kann. Möglicherweise gibt es da noch mehr, die ich jetzt nicht behandelt habe. Müsst ihr für euch selbst ausprobieren, wenn ihr das Deck spielen wollt. Ist nicht ganz billig. Viele Karten kriegt ihr jetzt durch den durch das Pack, was offen ist, also was wir gerade haben. Hier die Arise Heart kriegt man, den fokussierten Wasserspiegel bekommt man, Evagishki Nerimanas bekommt man, den Schatten bekommt man, glaube ich, auch. Den Grauen bekommt man auf jeden Fall. Gishki Schlund könnte in dem Pack sein. Aber ja, die Ice Jades sind halt ein bisschen schwierig zu bekommen, aber sind hauptsächlich Super Rares, muss man dazu sagen. Also der Field Spell ist halt ein Ultra Rare und Cosmoglore. Der Rest, ja, und die Eisjade Gimir Aggreen ist ein Ultra Rare. Aber man braucht nicht so viele Ultra Rares. Man kann das auch ohne Ultra, also mit möglichst wenig Ultra Rares spielen. Man kann auch überlegen, drei Anemones reinzunehmen statt dem Sprite Elf. Wäre auch möglich. Naja, ich will hier nicht weiter groß diskutieren, groß erklären, denn das Video geht jetzt schon, geht schon 40 Minuten. Meine Güte, ich wollte es eigentlich auf eine halbe Stunde kürzen. Ja, wir sehen uns das nächste Mal, hören uns beim nächsten Video zu Yu-Gi-Oh! Master Duel oder Warframe, wenn ihr das auch guckt. Dann wahrscheinlich zu einem weiteren Gishki-Gishki-Goti wollte ich ausprobieren oder vielleicht auch Kashtira oder einen neuen Mikanko-Deck. Ja, wir sehen uns dann. Bis dahin. Ciao, ciao.